Aha. Das war ein kleiner Hinweis, würde ich mal sagen. Mahlzeit, Jungs. Ja, weil. Alter! Hätte doch oben bleiben sollen. Du Scheiße. Aus dem Gebiet entkommen und verstecken. Problem ist hier, ist alles voll. Ich glaube, ich habe ganz Kingston jetzt so viel weckt. Den nehmen wir mal noch mit. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier lande. Anonym werden. Erstmal müssen wir entkommen. Warum steht denn da jetzt 117 Meter? Ich bin aus dem Gebiet entkommen. Bin jetzt also aus der falschen Richtung? So, okay, das war schon für das nächste. Sprich, da soll man James Kidd treffen. Oder Jamie Lee, ne? Oder so. Oder wer auch immer sie, er sie ist. Hast ihn wieder verloren, was? Hi. Roberts ist ein Teufel mit sehr fragwürdigen Umgangsformen. Dann habe ich heute zwei Männer verloren. Also, wie heißt du wirklich, Mädchen? Mary Reed, für meine Mom. Und auch für meine Freunde. Aber kein Wort zu irgendjemand. Na. Sonst entmanne ich dich auch noch. So weit sind wir noch nicht. Mission beendet. 100%, 100%. Jawohl. So, Feedback. Gut, war sehr gut. Und dann machen wir weiter. So, Upgrades, okay. So, die Frage ist natürlich, wo wir jetzt hin müssten. Für die Mission, das sieht mir danach aus, als wenn wir irgendwo hinreisen müssten. Wir könnten natürlich hier noch hingehen. Und hier noch hin. Und da ist auch noch ein Lagerhaus. Wo mich hier das Sperrgebiet mehr interessiert. Aber das ist wahrscheinlich da, wo wir gerade waren. Da war ja ein Aussichtspunkt. Wir werden mal den nehmen. Ich denke mal, wir waren nicht das letzte Mal in Kingston. Obwohl eigentlich Quatsch ist, weil ich bin ja hier. Komm. Machen wir den noch. Hätte ich jetzt gleich bei der Mission mitmachen können, aber naja. Also viele Leute durften ja hier nicht mehr sein. Geh doch mal hoch da. You. Hallo? Alarm! Help me, dammit! Ja, du schlägst Alarm. Kannst lange Alarm schlagen. Schläge sind raus.
Hier sind ja keine Leute mehr, wa? Jedenfalls nicht in da, wo ich hin will. Das ist ja das Entscheidende. Ein Scharfschütze rennt da noch irgendwo rum. Ach, hier ist es ja schon. Lol. Ein toller Aussichtspunkt. An den hätten wir wirklich gleich mitmachen können. Naja. Egal. So, 6 von 9. Ja, hier ist nichts weiter. Gut, dann düsen wir mal zu dem da. Au. Kein Todessprung. Ja, ja. Und dann nehmen wir das Lagerhaus gleich mit. Vielleicht ist da wieder lustig Metall drin, ne? Was wir ja unbedingt brauchen. Um unseren Schlitten zu pimpen. So, kann ich hier runter? Ist das eine gute Idee? Eher nicht wahr, aber ich konnte mal irgendwo runterrutschen. Sliding. Das könnte mal langsam wieder mal Tag werden. Das nervt hier im Dunkeln. Oder halb dunkeln. Das kleine Türmchen da. Ach Gott, ist ja niedlich. Fett. Ja, machen wir doch gleich. Keine Hektik. Kommt der da nicht hoch? So. 7 von 9, da müssen noch irgendwo 2 sein. Mal gucken. Nicht wirklich. Naja, egal. Wir wollen das Lagerhaus plündern. Dann machen wir hier gleich mal. Ist er denn? Ist er der Schlüsselträger? Aha. Lass mal gucken hier. Noch sind wir ja hier am Rand. Hier ist wieder gut was los. Weit. Ja, da ist der Schlüsselträger. Der läuft drin, aha. Oh, das ist schon ganz schön was los hier.
nicht aus. Kommt der wieder? Ah, nee. Da ist noch einer. Keep your dead lights open. That's one hell of a lot of powder we're sitting on. Hm. Ja, komm mal rein hier. Hier ist kuschelig. So, Schlüssel hätten wir. Dann kommen wir zum Lagerhaus. Oh, was mag ich mit euch bin hier? Machst, Alter. Bist du ohne dran, ne? Je weniger, desto besser. So, hier aus der Zone raus hier und dann gucken wir uns das mal von außen an. Was denn hier das Lagerhaus ist? Aha, okay. Muss noch einer? Bisschen wenig, wa? Für das eigentliche Lagerhaus. Hm. Scharfschütze sehe ich auch keinen mehr da oben. Kiste hier. Oh, 75 Metall. Alter Schwede. Stoff, Rum, Zucker, Holz. Schön. Das können wir gut brauchen. Das lohnt sich halt, wa? Wenn man so ein Lagerhaus hier sich nimmt. Den Kurier fangen und plündern. Das ist ganz schön flott. Boah, renne ich jetzt hier die ganze Zeit hinterher. Warum ist denn der so schnell und wir nicht? Halt mal an hier. Ja, toll. Der Piratenkapitän! Der Pirat ist jetzt... am Arsch, leck mich. Naja. Ist ja alles richtig, was er sagt. Ich glaube nicht, dass ihr so gut seid, hier überall hinzuspringen. Richtung Küste. Weil da wahrscheinlich dann unsere nächste Mission wartet. Und dann können wir wahrscheinlich auch unser Schiff erstmal ein bisschen aufpeppen. Ah, richtig Bock drauf. Das war endlich mal da auch ein paar größere Schiffe uns an Land ziehen. Kann er noch mal gucken, ob es hier irgendwas... Shit.
denn hier? Ist da Affen oder was? Brüllaffe. Aber ich sehe keinen Aussichtsturm mehr. Huch. Ach doch, hier drüben. Lol. Oh, da muss ich ja. Nee. Zurück zum Schiff. Ja, ich weiß doch, Jungs. Kann euch auch aller gut leiden. So, Schiff. Wie viel Geld haben wir da eigentlich? 14.000, nicht schlecht. Verkaufen, Fracht verkaufen. Zucker, alles. 4.600, schön. Stoff. Ja, brauchen wir für Segel und Metall. Wie viel Metall haben wir jetzt? 175. Schön, 710 Holz. Wow. Deckdoor Upgrades. 4000. 200 Holz, 100 Metall. Da hätten wir noch 75 Metall. Kanonen wären natürlich auch nicht schlecht. Oh, 300 Metall. Alter Schwede. 12.000 für die Rundkugeln. 6.000 für die Kettengeschosse. Drehbrassen brauchen wir. 200 Metall. Voraussetzung Plan Elite Version der schweren Kugeln. Ja, nee, dann ist ja klar, wa? Was wir machen. Rumpfausbau auf jeden Fall. So. Nächster aber kostet 200 Metall und 500 Holz und 15.000. Jagdkanonen, ne? Das ist alles. Rammsporn. Nehmen wir mal mit. Kann nicht schaden. Stärke der Rundkugeln, Stärke der Kettengeschosse. Machen wir auch. Jetzt haben wir zwar bloß noch 1471, aber ist egal. So, aussehen der Jackdaw ist eigentlich Scharlachsegel. Segel mit roten Streifen. Zerfetzte Segel? Nee. Scharlach? Naja. Meerjungfrauen-Galeonsfigur? Steuerrad, was ein Blumensteuerrad? Ledersegel. Aha. Sieht so ein bisschen besser aus. Blumensegel. Schwarz-rote. Graue Rauten. Vergoldete Segel, naja. Elite-Segel. Auf Uplay einlösen. Ein Satz Segel, die das Symbol eines Elite-Schiffs tragen. Okay, das muss ich dann mal erstmal auf Uplay gucken, wo ich das da kriege. So, und hier könnten wir ja wieder mal ein paar Schiffe verschicken. Aha, Missionsbericht, Erfolg, 1400, Belohnung. Okay. Neue Schatzkarte wurde freigeschaltet. Okay. Und jetzt? Fällt mir nämlich gerade ein, dass ich eigentlich ja noch gucken wollte, wo ich diese Ressourcen herkriege. Vielleicht könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Weil, ich kann ja mal kurz hier, bei Ressourcen verhandeln rechts unter der Reisezeit steht ja 5, ja, weiß ich nicht, Zucker oder Mehl oder was, und dann steht da daneben noch 10, keine Ahnung, Rum oder Wein, wo ich diese Ressourcen herkriege, und das dürfte Tabak sein, weil das sind so Sachen, die haben wir ja nicht.
Die können wir auch nicht erbeuten. Von daher würde mich das mal interessieren. Vielleicht weiß das jemand von euch. Dann bitte in die Kommentare. Ja. So, jetzt haben wir einen Rammsporn. Ordentlich Prügel vorne dran.